Moin Moin und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge A Plague Tale Requiem. Requiem? Keine Ahnung, wie es ausspricht. Egal. So. Ja, wir werden jetzt einfach mit Sophia weiter rumtängeln, denn wir haben jetzt gesehen, was im Heiligtum passiert ist. Das war also... Ich weiß nicht einmal, was das war. Genau, ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber wir haben eine Spur. Pragmatisch. Gefällt mir. Werfen wir einen Blick auf die Karte oder weißt du, wo dieser Turm ist? Warum nicht? Ziemlich beeindruckend alles. Aber ich kann nicht glauben, dass du im Kloster warst. Meine Mutter kam aus einer wohlhabenden Familie. Als sie erfuhren, dass mein Vater ein Schmuggler ist, wurde ich in ein Kloster geschickt, um mich von seinen Sünden zu befreien. Das hat offenbar nicht geklappt. Ich wollte lieber als freie Sünderin leben. Also floh ich zu meinem Vater. Wir müssen aufpassen. Wenn mein Traum falsch war, kann noch mehr falsch sein. Hey, sieh dich um. Alles ist gut. Das ist Jahrhunderte her, stimmt's? Sie hat recht. Wir sind bei dir. Mal sehen, was wir jetzt machen können. Ich finde, das sieht, wenn man so links und rechts guckt, sieht sehr verschwommen aus. Ne? Hat das was mit den Einstellungen zu tun? Das ist diese Apparation, die man da machen kann. Also diese... Ich finde ab und zu da Chrom normal. Gering? Nein. Machen wir gering. Weil ich finde, das sieht so irgendwie uncool aus an den Seiten. Und im Endeffekt sollte es ja egal sein, was man einstellt, oder? Ist das das? Nein. Na guck mal, sieht schon gleich schärfer aus an den Seiten. Und tut dem Ganzen ja auch keinen Abbruch. Naja. Egal. Na? So, was wollen wir jetzt eigentlich machen? Ich weiß das gar nicht, muss ich zugeben. Wo gehen wir mal hin? Weißt du hier was? Naja, wir bringen ja irgendwelche Spiele anfangen, wir gehen mal hier unten hin. Das sieht gut aus. An diesem hellen Tag feiern wir den Sohn der Glutasche mit unserem Leben, unserer Freude und der Einheit, die uns mit der Mutter verbindet. Möge das Licht unserer Seelen den Sohn aus seinem Tiefschlaf wecken. Möge es ihn zu unserer Gräfin, der hellsten aller Seelen, führen und ihr Herz erfüllen. Dies könnte der erste Tag eines neuen Zeitalters sein. Lasst uns feiern. Möge diese Nacht heller als der Tag werden. Wir sind da. Das Fest geht jetzt erst richtig los. Gehen wir hier durch. Das lohnt sich bestimmt. Sie sehen glücklich aus. Die Musik hört sich irgendwie von einer Psychosekte, finde ich. Gesegnet sei der Sohn, gesegnet sei die Mutter und die Tage, an denen er wiederkehrt. Schaut sie euch an, die wissen, wie man feiert. Und wenn sie die Wahrheit wüssten? Das brauchen sie nicht. Ist auch besser für uns. Ich wäre so gern wie sie. Du darfst dich nicht unterkriegen lassen. Und wie mache ich das? Denk einfach an was anderes. Ich frage, was wir machen sollen hier. So. Ein anderer Weg? Schön. Ich weiß nicht, was wir hier machen sollen. Das ist das Problem. Hier links. Kletter zuerst. Ja. Weiß zwar nicht, was wir hier sollen, aber... Weiß ich wirklich gerade nicht. Hier können wir hier was reinkommen. Okay. Kletter hoch. Alles klar. Komm, was wollen wir jetzt auf dem Dach? Jetzt runtergeholt. Die sollte man wahrscheinlich auch runterholen, aber was soll das hier? Und hier oben das Fest angucken vielleicht? Weiß nicht.
Nee, können wir nicht. Wir auch nicht da rein. Okay. Warte mal kurz. Nee. Ich weiß leider nicht, was wir machen sollen, muss ich zugeben. Vorsichtig runter. Gut, gut. Was steht denn da drin bei uns, was wir machen sollen? Finde den runden Turm, okay. Aber haben wir von da aus dann schon geguckt? Hm. Naja, der runde Turm kann ja nicht so schwer sein, ist ja rund halt, ne? Aber warum können wir hier nicht rein, ist die Frage. Definitiv noch Eingang geben. Los, kletter. Ich geh nochmal nach oben kurz. Da muss doch irgendwie, muss man da reinkommen können, oder? Also wenn man schon da... Dann muss ich den Jungen da reinschicken von da. Das geht auch nicht. Ah, guck mal da. Jetzt können wir da rein, okay. Hier geht's runter. Super, dann können wir auch rein. War nämlich eine große Kiste. Mal gucken, was da drin ist. Und dann suchen wir einen runden Turm. Da oben sah ein runder Turm gerade. War der müde? Was richtig ist, weiß ich nicht. Interessiert auch keiner, ob wir hier reingehen. Scheint. Ist allen egal. Die Frage, warum man diese Kiste runterholen sollte. Mal sehen, was da drin ist. Mal sehen, was sich machen lässt. Oder irgendwas bauen? Ja, guck mal. Wir können natürlich einen Topf tragen. Ah, dann machen wir noch einen zusätzlichen Topf, was soll's. Das sollte die Sache erleichtern. Dann sammeln wir wieder ein paar Sachen, ne? Okay, der runde Turm. Hier raus kommt das ein runder Turm? Das eine ist kein runder Turm, das ist eckig. Oh, sieht schön aus von hier. Da ist nichts rund. Da oben ist die Heiligstätte. Der runde Turm muss da irgendwo sein, oder? Ist das vielleicht das kaputte Ding da oben? Ist das vielleicht der runde Turm? Wir gucken mal. Wir rennen mal da hoch. Drachen da oben. Ich kann mir gut vorstellen, dass das kaputte Ding da, dass das der runde Turm ist. Dass er nicht mehr existiert. Aber. Kann ja locker sein. Wenn man hier durchs Bienen fällt. Das da drüben ist unser Turm, stimmt's? Naja, zumindest ein Teil davon. Hier ist alles so alt. Wie soll uns etwas davon weiterhelfen? Wir finden schon etwas. Ich glaube auch. Die Vergangenheit stirbt nie, Hugo. Niemals. Du hast sie in deinem Traum gesehen, nicht wahr? Und dieses Heiligtum hatte auch viel zu erzählen. Wir finden etwas in dieser Kapelle. Wir sind fast da. Hugo, warte. Würde mein edler Ritter den Turm für mich erobern? Was? Ich will sehen, wie du ihn stürmst. Nimm ihn ein! Los! Ja! Bleib in Sicht! Ja! Danke. Das ist nicht leicht für ihn. Ich wollte dich fragen, ob du dir bei all dem wirklich sicher bist. Es scheint ihn sehr zu belasten. Ich weiß. Und das tut es auch. Aber genau deshalb machen wir das alles. Hör zu, wir kennen uns zwar noch nicht lange, aber... Ihr jagt Geister. Geister, die ihm Angst machen. Es war die Hölle, Sophia. Du kannst dir nicht vorstellen. Kann ich nicht. Aber braucht er wirklich mehr davon? Uns bleibt nichts anderes. Ich glaube dir. Ihr seid so langsam. Hey, sei nett zu alten Leuten. Du bist gar nicht so alt. Und? Gehört der Turm uns? Nein, abgeschlossen. Von der anderen Seite verschlossen. Sehen wir uns ein wenig um? Na klar.
Hier am Ende erobern wir ihn also doch. Übrigens ist Hugo der König und ich bin der Hauptmann seiner Wache. Du herrschst also darüber? Und du bist meine Schmugglerin. Ein königlicher Vertrag. Welch Ehre. Denk dran, wir müssen noch eine echte Festung erobern. Oh, stimmt. Die Festung und ihre Kapelle. Na, ist hier drin. Was mitnehmen. Mir nach. Oh, ist gefährlich. Na los, komm. Da ist ein Topf, nehmen wir gleich mit. Hugo, kannst du ein bisschen vorsichtiger gehen? Aber wir gleich ins Patschehändchen bei ihm, ne? Und alle hopp. Vorsicht, es geht runter. Alles klar. Okay, hat uns gar nicht so weit gebracht. Ist die Frage. Gab es einen anderen Weg von da? Muss es ja gegeben haben. Mach mal hoch. Kletter hoch. Irgendwas übersehen gerade. Okay. Hier durch. Oder kann man da auf und auf und hier einmal aufschießen? Okay. Da. Nein. Wir runterjumpen. Wir müssen springen. Gut, gut. Schaffen wir. So, gehen wir raus zur Tür. Jetzt auf ist. Hätte man schon auf und da schießen können durchs Gitter. Wahrscheinlich, ja. Wo ist Sophia? Da kommt sie. Regenuss. Oh, sagt sie. Oh, sagt ihr wie. Gut, jo. So. Die Tür ist auch verschlossen jetzt? Ich glaube, das war's. Gehen wir? Ja, gehen wir weiter. Ah, okay. Ich dachte, das war jetzt, gehen wir mal, die sind mit, dass sie weg will. Ich weiß nicht, ob man der Tante trauen kann. Wir haben Angst, dass da gleich was passiert und sie uns da verarscht. Die Festung. Hoffentlich liegen dort nicht so viele Schriften wie in ihrem Heiligtum. Scheint jedenfalls nicht so verlockend. Graf und Gräfin haben sicher nicht in den Notizen gewühlt. Für sie sind diese Schriften viel zu heilig. Das finden wir nur auf eine Weise raus. Jips. Ja. Gehen wir. Der Turm hat ja richtig viel gebracht. Top-Turm sozusagen. Nun gut. Ja, das ist ein bisschen blöd. Da war jetzt wirklich nicht gerade das meiste vieles passiert so. Aber naja, was soll man machen? Ganz geil aus die Grafik so, ne? Wenn man so guckt, die Pflanzen und alles. Das ist schon ein Highlight. Was ist los? Ein Sturm zieht auf. Wie kommst du darauf? Vertrau mir. Er ist traurig. Alles wegen eines Traums. Wann hat dir zuletzt ein Traum die Welt bedeutet? Als ich aufhörte, ein Kind zu sein. Hey, das ist eine schöne Blume. Möchtest du sie? Natürlich. Es gab eine Zeit, in der ich die Blumen bekam. Die Zeit verfliegt, Süße. Sie werden groß. Na schön. Gehen wir zu dieser Festung. Los. Mein Gott, der guckt sie aber auch ein bisschen verliebt an, oder? Doch. Ich mag es hier. Hier bleiben hilft dir nicht, Hugo. Wir müssen weiter. Und ein Sturm wird aufziehen. Na, sie lacht. Aber Seefahrern weiß es garantiert.
bin fast schon zu 1000% sicher. Sag mal, Hugo, hast du einer jungen Dame schon mal eine Blume geschenkt? Nein, ich mag jetzt Federn lieber. Das Leben wird immer spannender. Erst Blumen, dann Federn. Federn sind besser. Warum? Weil man damit fliegen kann. Kapiert. Aber flieg jetzt bitte nicht weg. kleines Problem hier. Wie kommen wir da rüber? Sehen wir da unten nach. Ja, bauen wir schnell eine Brücke. Voller Würmer. Nicht so nah ran. Die Brücke sieht ziemlich brüchig aus. Bringen wir sie zum Einsturz. An der Stange ist ein Seil und ein Haken. Ah, hier. Vielleicht Rang mit der Armbrust? Ah, okay. Ja, wird das funktionieren? Hoffentlich. Ah, bestimmt. Oh! Tja, hat geklappt. Na, das nenne ich ein Geschenk des Himmels. Hält das? Solange du nicht springst? Guck mal, wie geil das aussieht. Dieser Ausblick. Wirklich schön. Das ist wirklich ein geiler Ausblick. Vermisst du schon das Meer? Noch nicht. Aber das kommt noch. Gab es hier nicht so einen Fotomodus? Guck mal. Das hat schon was irgendwie, ne? Naja. Okay, wieder raus. Das ist schon nicht schlecht. Aber du gehst jetzt nicht, oder? Nein. Erst, wenn ich mit deiner Schwester quitt bin. Was? Hat sie nichts gesagt? Sie hat mir das Leben gerettet. Oh, naja. Ja, zum Glück. Oh ja, ich auch. So, auf zur Festung. Ich glaube, hier unten. Wir rennen mal hier links runter, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier auch noch was finden. Machen wir jetzt auf jeden Fall eine Truhe. Ein bisschen stöbern darf man ja trotzdem, ne? Einfach nur vorbeirennen allen wollen wir auch nicht. Da sind wir eine Kiste dahinten. Sieht sehr, sehr alt aus. Ja, welche Geschichte wohl dahinter steckt? Was passiert mit den Menschen, wenn ein Boot so kaputt geht? Manche überleben. Andere werden von den Wellen in einen ewigen Schlaf gewiegt. Schön erklärt. Dann werden sie Krabbenfutter. Ekel! Danke, Sophia. Gern doch. Schön erklärt, ja. Das Lustige ist, ich spiele das Spiel ja auf zwei Monitoren. Also ich sehe ja den Aufnahmemonitor und meinen Normalmonitor. Und mein Aufnahmemonitor ist halt ein Grafikermonitor. Also der hat halt den vollen RGB-Umfang, das ganze Spektrum und alles, was man so braucht. Seht mal, um vernünftige Grafiken zu erstellen. Sie ist groß und unheimlich. Das Gebäude links sieht aus wie unsere Kapelle, oder? Ja, denke schon. Perfekt, folgen wir weiter der Küste. Und der andere Monitor ist halt der Spielmonitor. Und da sieht man schon deutlich den Unterschied. Das sieht viel satter aus, HDR-mäßig, da links auf dem Bildschirm als auf dem normalen. Aber, naja, halb so schlimm. Den werde ich überleben. Oh, hier, moin. Amicia, moin, moin, Möwen. Da ist moin. Blut. Oh nein. Warum ist da Blut? Eine Leiche. Was? Er ist festgekettet. Wir müssen zurück. Nein, wir müssen zu dieser Kapelle. Amicia, wir haben hier einen Toten. Wir bleiben vorsichtig. Das müssen wir. Gehen wir. Was ist mit dem passiert? Und Hepp. Ja. Ja, er hat jetzt so viele Tote gesehen, hat selber Leute auch schon umgebracht. Den, glaube ich, macht sowas nichts mehr aus. Ziemlich sicher bin ich, dass er nichts mehr ausmacht. Hier los? Was zur Hölle? Er ist über uns. Der Drecksack hielt nicht
Was sind das für Leute? Das? Weiß nicht. Bleib unten. Da sind noch mehr. Okay, was immer da vor sich geht, das müssen wir auf jeden Fall rausfinden. Und zwar beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.